Sturm Chiara fegt mit unglaublichen Geschwindigkeiten über Europa. CNN-Reporter Gerd Gordien hat das Ungetüm an der niederländischen Küste am Hafen von Imjudien erlebt. Ich bin an der Westküste der Niederlande in der Nähe der Nordsee. Für die Zuseher rechts hinter mir sieht man den Leuchtturm von Imjudien, einer großen Hafenstadt. Wir sehen schon seit dem Nachmittag sehr, sehr heftigen Wind, wie man das hier selten sieht. Jetzt gerade kommt auch heftiger Regen dazu. Es ist also kein sehr angenehmer Ort. Trotzdem sind einige Menschen hergekommen, um sich das Spektakel anzusehen. Der Regen war ihnen egal. Es ist natürlich etwas Spannendes zu sehen. Zum Glück gibt es bislang keine ganz großen Ausfälle. Aber umgefallene Bäume haben auf den Straßen für Probleme gesorgt. Wir haben das Problem da auch mit Am Flughafen Amsterdam wurden mehr als 240 Flüge gestrichen. Auch Häuser wurden abgedeckt. Tote oder Schwerverletzte gibt es zum Glück bisher nicht. Das Schlimmste sollte gegen Mitternacht vorbei sein. Dann wandert der Sturm aber ins Innere Europas weiter. Dann wird man die Schäden hier begutachten können. We can really assess the damages that this extraordinary heavy storm has done.